das ist in meinen Augen einfach krass. Das ist einfach unglaublich krass. Das ist einfach ich glaube tatsächlich, Chat, dass ich das krasseste Päckchen bekommen habe. Ever. Jetzt muss ich wieder mal schauen, dass meine Adresse nicht geleakt wird, aber zieht euch das Päckchen rein. Holy shit. Jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Ich habe noch etwas bekommen, wo natürlich der Adi wieder der Detektiv himself war. Jetzt müsst ihr zuhören. Ich habe so einen Brief bekommen. Wer das gemacht hat, wenn jetzt der im Chat ist, der das gemacht hat, ist schon auch irgendwie funny, finde ich. Wer hat ihn gesehen? Vermissten Datum, 1. Januar 2021, morgens in Sissach. Name Tweety. Besondere Merkmale: gelb-grün gefärbte Wellensittich mit schöner Zebra-Bemalung den Hals und Rücken hinunter. Falls jemand Tweety gesehen hat, bitte ich sie, sich unter folgenden Mail-Adresse zu melden. Die haben also einen Vogel vermisst. Und jetzt haben die so ein Schreiben dazu geschickt. Und jetzt müsst ihr euch das mal geben. Sehr geehrter Herr Vogt, mein Name ist Jacqueline Grünemeier. Leider ist mir gestern ein Missgeschick passiert. Ich bin schon sehr alt und habe aus diesem Grund vergessen, ein Fenster zu schließen. Ich bin stolze Besitzerin von 5 Vögeln. Diese bedeuten mir alles, da mein Mann bereits verstorben ist und ich nur noch meine 5 Prinzessinnen habe. Tatsächlich ist mein Vogel Tweety entwischt, mein Herz blutet. Sage in den Chat. Gestern hat ein Herr, der als Spaziergänger unterwegs war, bestätigt, dass er Tweety gesichtet hat. Dem Anschein nach habe er gesehen, wie sie mit einer braunen Kartonschachtel Tweety in das Haus entführt haben. Daher habe ich auch ihre Adresse und ihren Namen. Sie haben meine Tweety geklaut, ich möchte sie zurück. Bitte melden Sie sich unter der erwähnten Mailadresse, damit Sie mir meine Tweety aushändigen können. Schaut mal genau, seht ihr da hinten irgendwo einen Vogel? Seht ihr da irgendwo einen Vogel, den ich entführt habe? Ich habe Ihren Namen auf Facebook eingegeben und der Account gibt es erst auch seit Anfang Januar. Das heisst, irgendjemand ist da hart funny am Bein. Das ist wirklich one funny joke. Nein, ich muss wirklich sagen, also der Joke ist wirklich extrem funny. Jetzt machen wir das Päckchen auf. Ich bin so gespannt, was jetzt da drin ist. Das ist etwa das erste Päckchen, das ich bekomme, das schön verpackt ist. Auf ökologisch angelehnt. Sali Adi, weil deine Streams scheiße und langweilig sind, haben wir etwas ganz Spezielles für dich überlegt. So etwas wie ein Rätsel. Mit ein bisschen Köpfchen, gutem Vorstellungsvermögen und ein Auge für Details wirst du vielleicht das Rätsel lösen. Oha! Im ersten Päckchen musst du ein Wort erraten. Es folgen weitere Päckchen mit Hinweis, dass du das Rätsel lösen wirst können. Hey, Bro. Chat, ist da im Chat, wo man das geschickt hat? Bitte vor dem Auspacken zwingend einnehmen. Anti-Tüpfle-Schiessen. Stoppt's Verlangen, alles immer besser zu wissen. Gut verträglich und wirkt sehr schnell. Schokolinse. Okay. Wir haben jetzt hier so eine Anti-Tüpfle-Schiessen Schokolinse. Ey, das sind Smarties, das ist urgeil. Gibt's irgendeine Seite, wo man das bestellen kann? Irgendjemand nimmt mich gerade richtig hops, ja. Ey, das ist so schwer. Bro. Wer sucht, der findet. Bro. Alter, da hat sich jemand ja so hart mir gegeben. Richtig wacks Päckchen bis jetzt. Na, och, Mann, fuck, ey. Fuck off, Alter. Bro. Es heisst nicht Konfetti, es heisst Räppli. Ey. Kann irgendjemand nach dem mein Zimmer putzen? Da ist noch ein Päckchen. Noch ein Päckchen. Bro! Noch ein Päckchen! Okay. Noch ein Päckchen! Irgendjemand läutet mir an. Hallo? Auf jedem Päckchen steht etwas. Und wir müssen jetzt einen Satz zusammenstellen. Kannst es nicht länger, aber besser. Mit Ofen mal dienen kannst es nicht besser, aber länger. Nehme ich jetzt einmal an. What the fuck? Wer macht sich so viel Aufwand? Okay, Nasentüchle. Ich tue es mal nicht interpretieren, für was die sind. Crazy. Seht ihr, das ist LT. Sie haben es LT. LT und NE haben sie angestrichen. Ey, der Stream, der geht heute 5 Stunden lang. Ersetzt 287 Likes, 126 Retweets und 406 Snaps. Das sind ja Zahlen, die passieren bei mir in einer Minute. Das ist doch der Tee. Wie heißt der Tee? Der Tee, der so gegen Halsweh ist und so shit. Genau den habe ich gemeint. Ricola-Tee. Okay. Und jetzt das Große. Bro. Da hat... Dass ich so etwas in meinem Leben noch erleben darf, das ist natürlich unglaublich. Ein Trommelwirbel. Ey, ich habe mal Schlagzeug gespielt, sag nicht Chat. Wer sucht, der findet. O-L-T-N-E. Wir haben
Nastüchli, wir haben Social Media Pille und wir haben Ricola Tee. Ist da irgendetwas drin? Okay, Chat, habt ihr irgendeine Idee? Ey, alles, Bro! Schau den Karton genau an, schreibt jemand. Chat, was meint ihr? Das sollte das doch viele sein, anstatt Smiley. Ich muss das nicht ausleeren, oder? Nee. Oder der das gemacht hat, muss ich hier das Lösungswort anschreiben. Wir suchen ein Wort mit 5 Buchstaben. Oldne. Du musst das Lösungswort anschreiben. Also wenn wir alle Buchstaben nehmen, die nicht angemalt sind. Vomai. Gemacht, dann müssen wir es ausleeren. Die Lösung ist recht, Adi. Die Lösung Welcome ist in richtig, the game. Adi. Ist richtig, Adi. Welcome Korrekte in the Lösung. Game. Olten oder Vomai? Dann haben wir das erste Rätsel herausgefunden. Check doch die ganzen Konfetti. Ich schenke dir an Maelo, der kann sicher etwas damit anfangen. Die Vanessa ein bisschen ausstopfen oder so. Olten und Vomai. Okay, das ist das erste Rätsel. Vomai und Olten. Kuss geht raus an die Dudes, die das Päckchen geschickt haben. Wir machen weiter, wir bleiben dran. My heart went to my